Ich bin Adi, das ist Lego Star Wars The Skywalker Saga. Wir sind wieder zurück. Wir begeben uns jetzt schnell auf den Weg nach Canto Bight. Wir sind immer noch in der 8. Episode. Der so ziemlich schlecht ist. Star Wars soll ihm Ehre. By the way, ganz kurz, ich werde wahrscheinlich das eine oder andere mal husten. Ich versuche mich zu muten, so gut ich kann, aber ich kann es halt leider nicht versprechen. Deswegen verzeiht mir das bitte, falls ich das dann nicht rechtzeitig schaffe und ihr das ertragen müsst, sag ich mal. Gut, wir sind angekommen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ein bisschen zocken, hier ein bisschen Poker zocken. Haben wir den guten Finn, wir haben die Rose. Wir haben hier einen Stein. Darf ich hier den Charakter wechseln? Warte mal. Am I allowed to change the character? Yes, I am. Then throw a thermal detonator at this shit here. Nice. So. Wir gehen mal wieder schnell zu Finn. Kann ja nicht sein, dass wir hier im Death Trooper rumlaufen. Sieht ganz schön aus wie auf Naboo hier, wie auf Feed. Erinnert mich ganz schön daran. Gut, einmal hier lang. Junge Dame, machen Sie ja mal Platz. Und dann... Oh, hallo? Wie geht's? Erstmal entspannte Mucke. Hier drin sieht's dann wieder mehr so wie der Cantina in Coruscant oder so aus. Hä? Die Sonnenjäger nicht... Hä? Warum... Warum bin ich so dumm? Aber, ach so, das ist einfach nur eine Tür, aber das Ausrufezeichen ist da hinten. Ah, lol. Können wir irgendwas Imperiales machen? Warte mal kurz. Öffnen. Let's go. Bon. Ah, hier können wir eine Waffe holen. Impulskanone oder EE3-Karabiner? Komm, wir nehmen die Waffe von Boba. Ah, hier gibt's so Objekte, die wir einsammeln können. Ja, okay, ich habe jetzt keine Ahnung. Wo ist die letzte? Drei. Ah, das hier. Oh, was kriegen wir jetzt dafür? Ah, nice. Gar nicht geplant, aber... Kann man mal so mitnehmen. Wir können ja auch mal gucken, dass wir vielleicht mal wieder ein paar Upgrades reinhauen, oder? Leute, was sagt er? Wir haben wie viel? 53 Punkte. Schneller bauen, schneller Sprint, Konterkies. Ich würde sagen, schneller Sprint ist ganz nice. Kostet uns auch direkt übel was. Das ist halt wieder herrschen. Brauchen wir eigentlich nicht. Gesundheitszeige wieder. Weiß ich jetzt nicht, ob wir Gesundheit brauchen. Schiff verbessern. Angriffskraft bei der Schiffe. Ich glaube, das ist bestimmt ganz nice. Mehr Damage. Was ist das hier? Schneller bauen und Konterkies. Schneller bauen. Let's go. So. Haben wir jetzt 80% der allgemeinen Kategorie schon gemacht. Warte mal, kann ich theoretisch den hier machen? Nee, kann nur ein Imperial aufheben. Belasten. Dann mache ich jetzt den Tisch kaputt. Gut, jetzt aber mal wieder back on track hier. Wir wollen ein bisschen Poker zocken gehen. Zumindest so tun, als ob. Die Frage ist bloß, wo müssen wir da lang? Ich schwör's euch, Leute, dieser Husten geht einfach nicht weg. Hier lang? Ah, hier lang. Let's go, let's go. Dabei, dabei. Sieht's nice aus. Hier erinnert's mich jetzt an Helms Klamm. Weird. So viele verschiedene Orte in einem. Wer kennt's nicht? Kommen wir hier rein? Nein. Oh, ein Wookie. Du Boss. Cat Bane. Headshot. Oh, wow. Einfach kläglich gemisst. Oh, wir sind jetzt schon echt schnell. I don't believe it. Somebody's vandalized our father's. Ach, I don't care. Ich bin im Auftrag der Resistance unterwegs. Let's go. All right, Red Plum Bloom. Where are you? Let's ask around. See if anyone's seen him. This place is so much fun. We have nothing like it on my home planet.
Okay. Der Dieter hat jetzt nicht so viel. I don't even want to go to the private party. A red plum bloom? I mean, that's so last cycle. It's a crime that he thinks he looks good with it. Okay. Tried to talk my way into the Codebreaker's private party, but I couldn't understand a word the guard said. A Twi'lek, I think. Big guy with a head tentacles. Okay. Dann wissen wir jetzt schon mal, wen wir suchen. Hier ist ein Hebel, den will ich betätigen. Einfach nur, weil ich es kann. Ein Knopf, den will ich drücken. Brauchen wir hier noch einen Knopf oder was? Ah, egal. Weil wir können mit dem Dude hier finden. Ja, it's all fun and games here. All fun and games. Hey! Looks like he's not gonna let us through. Then we'll have to find another way in. Lol. Einfach getötet. Das war jetzt nur so ein Reflex, weil ich mir dachte, ah, egal. Aber lol. Kann ich einfach töten. Ehre. Das ist sick. A red plum bloom. The master codebreaker. Yep, those are the shuttle parkers. All right, you two are under arrest for parking violation 2017. Einfach für Falschparken eingekerkert. Ehre. Without a codebreaker to sneak into Snoke's Star Destroyer, what do we do? I don't know. Unless you got a thief in your pocket. I can do it. What? Me and the First Order codage go way back. Did he just? Stark. Attention. So come on, I don't want to ask questions. What time checkout is? We would like to remind you that this is a jail, not a hotel. Thank you. There. If we can get that cover up, we can escape through the sewer. But we don't have our grapples. We're gonna have to get them back from the guard room. Okay. Wir brauchen so ein Guard-Outfit anscheinend. Können wir dem Duras hier helfen? Anscheinend nicht. Wir haben keine Waffe. The alarm. If we set it off, the guards will have to come investigate. That'll draw them out their room for sure. Okay, dann. Lass uns das tun. We're gonna need something to weigh this down. Can you see anything? Warte mal. Ja. Ich schaff das. Okay, ich schaff das. Die Kiste? Einfach schieben? Nee. Something around here should be able to weigh the switch down. Any ideas? Finn! Nee. We should set off that alarm soon if we're gonna lure those guards out. Ja, Digga. Ich muss doch erstmal was finden, womit wir es runterdrücken können, oder? Ah! This isn't gonna work with just us here. Someone or something needs to sit on this switch. Fühlen Sie nicht, sagen Sie. Sollen da hoch jetzt, oder was? Let's get to that guard room. Okay. Guten Tag. Kann ich den Sneak attacken? Nicht? Digga, wie dumm sind die Typen eigentlich? Kann ich jetzt die Sachen von denen anziehen? Ja. Ach, von dem anderen nicht, oder was? Ah, doch. Der gibt mir seinen Helm. Wie? Okay, hier ist noch ein Dude.
gut. Gib mir deine Beine. Nee, nicht doch einen Helm. Ich brauche eine Hose. Wobei die Hose sieht doch schon so aus, eigentlich, als ob sie dazu passt. Okay, it's in here somewhere. Great. Hm. Looks like our stuff is locked behind that force field. We just need to disable that power generator, right? Destroy it? Whatever gets us our stuff back. Okay. Das klingt nicht so gut. Warum können wir hier nicht einfach eine Waffe in die Hand nehmen? Er fragt sich auch, was geht hier ab? Macht aber nichts dagegen. Stark. Ah, ich glaube jetzt. Okay. Weiter. Look. Mayhem. Zerstörung, Chaos. Alles dreht einfach durch. Prison Riot. Just what we need. Look, a grammar. Let's not hang around here longer than we have. Gut. Komm aus dem Gefängnis. Erstmal ein paar Idiots töten hier. Er dreht sich um und kriegt einen Headshot. Belastend für ihn. Ziehen. Oder rein? Yes. Those cops will be here any minute. What now? Resistance. Mm-hmm. They must have come through here. Master Skywalker? Hawk-Duell! Stark. Die Hawks sehen so weird aus in Lego. Naja, was ich eben noch sagen wollte, ist diese... Rein oder raus? Ja. Diese Storyline mit dieser mit dem Codebreaker und so, das finde ich so irrelevant für die Story. Also mir kommt es wirklich wie eine Zeitverschwendung vor. Aber naja, was willst du machen? Ah, ist krass, wir haben jetzt so eine Art Mittelstufe Rey. Sie ist immer noch Scavengerin, aber sie hat jetzt schon ihr Outfit von, also so ihr Jedi-Trainings-Outfit, sag ich mal, so ein bisschen. Ah, so halb. Naja. Dann würde ich sagen, suchen wir Meister Skywalker in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Lego Star Wars Skywalker Saga. Lasst gerne ein Like da, falls euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.